Du wirst nicht glauben, wozu diese Tiere fähig sind. Die Natur ist erstaunlich und es ist kaum zu glauben, was manche Tiere alles können. Sie können rennen, springen oder auf verrückte Weise jagen. Aber einige, wie der Puma, können wie ein Senkrechtstarter abheben. Und was ist mit dem Pistolenkrebs? Der ist ein richtiger Butch Cassidy der Tiefe. Schau dir dieses Video an, denn du wirst nicht glauben, wozu diese Tiere in der Lage sind. Nummer 12. Halimeter-Geisterpfeifenfische können im Wasser stillstehen. Der Halimeter-Geisterpfeifenfisch verdankt seinen geisterhaften Ruf seiner Fähigkeit, in einer Tiefe von bis zu 23 Metern unglaublich still zu stehen. Sein Kopf ist genauso lang wie sein Körper und er kommt in verschiedenen Farben vor, darunter lindgrün, leuchtend rot und weiß. Er versteckt sich häufig zwischen Korallen oder Algen, indem er die Farben und Muster seiner Umgebung imitiert. Dieser gruselig aussehende Fisch lebt im tropischen Indo-West-Zentralpazifik, einschließlich der Malediven, Indonesien, Papua-Neuguinea und Fidschi. Aufgrund seiner hervorragenden Tarnfähigkeiten ist er jedoch schwer zu entdecken. Nummer 11. Der Pistolenkrebs schießt Wasser so schnell wie eine Gewehrkugel. Der Pistolenkrebs, auch bekannt als Knallkrebs, kommt in tropischen Seegraswiesen und Korallenriffen vor und ist ein typischer Butch Cassidy. Er ist ein grausamer Meeresverbrecher, der seine Beute gnadenlos mit einem Wasserstrahl angreift, der so heiß ist, dass er mit der Intensität einer Gewehrkugel verglichen wird. Aber das ist nicht die einzige unglaubliche Kraft, die der Pistolenkrebs hat. Er ist auch in der Lage, einen Ton zu erzeugen, der lauter als 200 Dezibel ist und wie eine Betäubungswaffe funktioniert, um Raubfische und kleinere Fische zu betäuben. Alle geladenen Waffen des Pistolenkrebses werden in seinen riesigen Klauen aufbewahrt, die so groß wie die Hälfte des Tieres werden können. Der Cowboykrebs kann Wasser mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h in einen Strom kochender Blasen schießen und das dabei entstehende Knacken kann so laut sein wie ein Gewehrschuss. Unglaublich, oder? Nummer 10. Der Stirnlappenbasilisk läuft auf dem Wasser. Schau dir den Stirnlappenbasilisken an und nein, er hat nichts mit Harry Potter zu tun. Stattdessen ähnelt diese mittelamerikanische Echse in mancher Hinsicht Jesus. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Raubtieren wegzulaufen, wenn sie sich bedroht fühlen und auf dem Wasser laufen, ja, das hat ihnen den Spitznamen Jesus Christus Echse eingebracht. Diese kleine Kreatur kann aber noch viel mehr. Sie kann an Land mit einer Geschwindigkeit von 11 km/h laufen und sich bis zu 30 Minuten lang unter Wasser verstecken. Ähnlich wie ein Shaolin-Mönch kann diese erstaunliche Eidechse bis zu 15 Meter weit auf der Wasseroberfläche laufen. Das kann sie, weil die Zehen an ihren Hinterfüßen zusätzliche Hautlappen haben, die sich ausbreiten und die Oberfläche vergrößern. So kann die Echse über die Wasseroberfläche huschen. Nummer 9. Die Super-Sehkraft des Weißkopfseeadlers. Es ist bekannt, dass Greifvögel ein deutlich besseres Sehvermögen haben als wir, aber der Weißkopfseeadler fliegt viel höher als die anderen. Dieser prächtige Vogel kann vom Sehen mit einem Auge, also monokulares Sehen, zum Sehen mit beiden Augen, binokulares Sehen, wechseln. Die Natur hat dem Weißkopfseeadler eine Fülle von Zapfen gegeben, die er nutzt, um Farben wahrzunehmen, schnelle Bewegungen zu verfolgen und außerordentlich feine Details zu erkennen. Größere Pupillen, um die Beugung zu verringern, und ein Grat über jedem Auge, um die Sonne abzublocken. Ja, das ist ebenfalls hilfreich. Es wird angenommen, dass ihre Sehkraft viermal so gut ist wie die des Menschen. Was bedeutet, dass diese Vögel viermal so viele Details sehen können? Neben dem Farbsehen können Adler auch im ultravioletten Lichtspektrum sehen. Nummer 8. Die Sprungkraft des Puma. Der Puma ist bekannt für seine erstaunlichen Sprungfähigkeiten. Mit einer Liste weiterer Talente, die ihn auf eine Stufe mit einigen der größten Raubtiere der Welt stellen,
ist die außergewöhnliche Sprungkraft des Pumas kaum zu glauben. Wenn man ihm Zeit gibt, Dampf zu machen, kann ein Puma horizontal über eine unglaubliche Distanz von 12 Metern springen. Er hat auch noch andere Fähigkeiten. Der Puma kann einen vertikalen Sprung von etwa 4,60 Meter in die Luft machen, wie ein Senkrechtstarterflugzeug. Kombiniert man die Superstärke und die blitzschnelle Geschwindigkeit dieser Katze, hat man ein wildes Kätzchen, das sich als X-Man der Wildnis bezeichnen ließe. Nummer 7. Der Drachentausendfüßler verschießt Cyanid. Der Drachentausendfüßler hat einen tödlichen Abwehrmechanismus, der sogar für Menschen giftig sein kann. Dieser winzige, aber sehr farbenfrohe kleine Wurm wird auch Cyanid-Tausendfüßler genannt, weil er sich zusammenballen und eine Wolke aus Cyanidgas ausstoßen kann, die nach gerösteten Mandeln riecht. Das kann zu Blasenbildung, Juckreiz und Hautreizungen führen. Für kleinere Vögel und Tiere, die den Tausendfüßler gerne fressen, reicht schon eine Dosis des Cyanids des Tausendfüßlers aus, um sie zu töten. Die Natur hat diesen kleinen Kerl wirklich mit großen Waffen gesegnet. Nummer 6. Die Hummel verlässt sich auf die Wissenschaft. Hinter der fleißigen Hummel steckt mehr, als du denkst. Sie ist ein sehr technisch veranlagtes Wesen, das bei seiner täglichen Routine des Pollensammels die Wissenschaft nutzt. Wenn eine Hummel mit den Flügeln schlägt, erzeugt sie eine positive elektrische Ladung, die sie teilweise beim Fallen auf eine Blume überträgt. Experten wissen jetzt, dass Bienen, wenn sie eine Veränderung der Ladung einer Blume bemerken, die Blume meiden, weil sie glauben, dass eine andere Biene vor kurzem ihre Pollen geholt hat. Hättest du gedacht, dass die Hummel so raffiniert sein kann? Nummer 5. Das Dreifinger-Faultier kann jede Wunde überleben. Obwohl sich Dreifinger-Faultiere nur langsam bewegen, sind sie seit jeher Gegenstand umfangreicher wissenschaftlicher Studien. Und das nur, weil diese Kerle nie von Wunden betroffen sind. Ein Faultier heilt Verletzungen, die bei anderen Tierarten tödlich sein könnten, problemlos. Die Forschung hat herausgefunden, dass das Fell der Faultiere eine große Anzahl hilfreicher Bakterien enthält, die dazu beitragen, dass die Tiere außergewöhnlich schnell und ohne Infektionen heilen. Was für ein Glück! Und wäre das nicht auch für uns Menschen eine unglaubliche Sache? Obwohl ich auf all die grünen Algen auf meiner Haut dankend verzichten würde. Nummer 4. Die verrückte Nachahmung der Leierschwänze. So erstaunlich und unglaublich es auch klingen mag, die vielfältigen Imitationsfähigkeiten des Leierschwanzes machen ihn zu einem Kandidaten für den X-Factor oder America's Got Talent. Er ist für seine außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten bekannt. Ob Kettensäge, Autoalarm, Flügelschläge, Melodien, Schnabelklatschen oder sogar ein Kameraverschluss, der Leierschwanz kann all das nachahmen. Er ist auch in der Lage, mehrere Vogelstimmen in schneller Folge zu imitieren. Im Gegensatz zu anderen Vögeln, die 4 Paar Syringa-Muskeln haben, besitzen Leierschwänze nur 3. Deshalb können sie praktisch jedes Geräusch imitieren. Aber wenn du denkst, dass du schon alles gesehen hast, dann schau weiter, denn unsere Nummer 1 des Tages wird dich verblüffen. Diese Spezies zeigt auf, wie wenig wir über die Natur und ihre Komplexität wissen. Nummer 3. Der Mistkäfer kann perfekte Kugeln aus Dung rollen. Der Mistkäfer ist eine bemerkenswerte Kreatur, die die Welt bereits auf sich aufmerksam gemacht hat, indem sie perfekt geformte Kugeln aus Exkrementen rollen, aber es scheint, als hätten sie noch weitere Tricks im Ärmel. Man vermutet, dass der afrikanische Scarabaeus zambesianus, eine besondere Art von Mistkäfer, die Muster, die das Mondlicht bei der Interaktion mit Luftpartikeln erzeugt, dazu nutzt, seinen Misthaufen in eine gerade Linie zu lenken. Interessanterweise verlieren diese begabten Krabbeltiere plötzlich ihre Fähigkeit zu navigieren und fangen an, ihre Mistkugeln in jede Richtung zu schlängeln, wenn es kein Mondlicht gibt. Nummer 2.
Eulen können ihren Kopf um 270 Grad drehen. Wie sie das machen, ist mir schleierhaft. Aber Eulen können dank ihrer Flexibilität und der Tatsache, dass ihre Köpfe nur durch ein einziges Gelenk verbunden sind, ihren Kopf praktisch in einem fast vollen Kreis drehen. Forscher an der Johns Hopkins University, die Eulen untersuchten, fanden sogar heraus, dass sie Ersatzarterien haben. Das bedeutet, dass sie jedes Mal, wenn sie ihren Kopf in einem noch so extremen Winkel drehen, immer noch voll durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden, auch wenn ihre Hauptblutgefäße bei der verrückten Kopfdrehung abgedrückt werden. Nummer 1. Der Waldfrosch kann sich selbst einfrieren. Unser heutiger Daumen-Kino-Champion ist der Waldfrosch, ein typischer Zombie der Natur. Du wirst nicht glauben, was diese Kreatur tun kann. Der Waldfrosch ist das einzige Tier auf der Erde, das sich im Winter in einen Froschzapfen verwandeln kann. Wenn es extrem kalt wird, können diese winzig kleinen Frösche zu Eis erstarren, ihren Herzschlag stoppen und ihre Atmung um 70% reduzieren. Eisfrösche, wie sie auch genannt werden, produzieren ein Frostschutzmittel, das aus Glykogen und Glukose besteht. Diese Kreatur gräbt sich zuerst in die Erde oder unter Blätter und beginnt dann mit dem Gefrierprozess. Jede seiner Zellen enthält dieses Frostschutzmittel, um sie vor dem Erfrieren zu bewahren. Der Frosch reduziert auch seine Atmung drastisch und verwandelt seinen Körper in einen Zustand des Scheintods. Sobald es wärmer wird, erwacht der Frosch wieder zum Leben. Erstaunlich, dass wir Menschen uns immer noch mit dem Einfrieren herumschlagen müssen. Und was denkst du? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.